Hier spricht Ustra und ihr seht eine weitere Folge Amnesia Premonition. Und wir sind jetzt hier runtergefallen in den Keller. Und die erste Nachricht, die wir hier gekriegt haben, war schon nicht ganz so geil. Mal schauen, was jetzt passiert. Außerdem benutze ich jetzt eine andere Kamerasoftware oder benutze jetzt nicht die integrierte Kamerasoftware meiner Aufnahmesoftware, weil das ist ein bisschen blöd. Wegen den. Ja, wegen dem Ladebildschirm und so, dass es mal einfriert, das nervt mich ungemein. Und deswegen machen wir das jetzt auf eine andere Art und Weise. Das nehmen wir mit. Ich krieg so viele Health-Kits. Also, Health-Kits und First-Aid-Kits und wie die alle hier heißen. Ich bin leicht, nur ganz leicht, gespannt, was kommen wird. Komm! Okay. Wo? Okay. Die geht auf jeden Fall schnell leer. Das ist ein Problem. Da ist wohl der Durchgang. Dann nehmen wir den doch mal. Ach so, ein kleinerer Windzug. Und dann geht's ja. Oh, 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 oh. Ich nehm's mit. Okay, da kann man wohl durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß, dass ich hier sterben werde. Vor Angst. Oh, oh, oh. Boah, dieses ewige Geboller, das ist so Slender-like, die Musik. Oh mein Gott, ich werde sowas von drauf gehen. Zum Glück bin ich innerlich schon tot, deswegen kann ich diese Tuturen auch locker flockig einstecken. Kennt ihr ja von Outlast und so. Ich hab nichts gemacht. Bin da nichts schuld. Okay. Ich will das nicht unbedingt wissen, was da ist. Dynamit. Oder was ist das? Und eine Flare. Dynamit. Oh my god. What the heck just happened? Der ist nicht mehr unter den Lebenden. Das ist passiert. I got a sword. I don't need this. Oh, geil. Lang genug. Aha. Okay, das wohl zu. Ich hoffe, das bleibt sie auch. Was für ein Mushroom. Was für ein Pilz sollen wir denn zerschneiden? So viele Fragen, aber irgendwie schon auch Antworten dabei. Ich weiß, dass Monster nicht klettern können, deswegen klettern wir mal zuerst. So, hier ist ein Ausgang, hoffe ich. Komm schon! Crouch Jump, nein. Dann weiß ich noch nicht genau, wo es hingeht. Hier geht's auch wieder runter, aber irgendwie. Immer erst gucken. Geh auf. Will nicht aufgehen, okay. Bitte? Da ist einer. Hey, kleiner Mann. Ich möchte, dass du wieder... Hall... Nein.
Okay. Nein! Oh oh. Oh oh. Eine blaue Floppy Disk gekriegt. Kennt. Der stellt sich die Frage, wer kennt denn überhaupt noch Floppy Disk? Ihr wisst schon, drei Viertel Zoll Disketten. Das ist ja so Retro halt. Okay, jetzt bin ich hinter dem Raum und hinter dem Raum. Und hier ist, hoffe ich, das Wasser. Hoffe ich zumindest. Ich habe auch leider meinen Krug nicht mehr dabei. Und mein Handy wird hier wahrscheinlich auch nicht mehr funktionieren. Ich habe immer noch Schiss. My phone. Geil. Save yours. Save or... Save him or save yourself? In the picture. Who sent this? Das würde ich auch gern wissen. Ich gehe da nicht runter. Nee, 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 nee. Boah. Erschreck mich nicht so. Ist nichts passiert hier. Komm, geh auf. Will nicht. Okay, was haben wir denn gekriegt für eine Notiz? I need to find a way to rise the claw. Ja, okay. Zwei Stück habe ich jetzt da schon. Hm. Interessant. Phone message, note from Rose, clues and tasks. Hm. Achso, er will, dass wir dieses Tor hier öffnen. Okay, okay, dass wir den Schrank da wegkriegen. Dann gehe ich doch da runter. Ah, ich freue mich schon auf das erste Monster. Oh mein Gott, ich bin sowas von aufgeregt. Pff. Nur mal eine Sicherheitsmaßnahme. Diese verdammten Geräusche. Ich will das hier aufhören. Mach, dass es weggeht. Warum habe ich mir dieses? Warum habe ich mir das Spiel aus? Oh. Warum habe ich mir dieses Spiel ausgesucht? Wow, wow, chill, okay. What are you doing here? Komm ab mit deinem Chor! Zieh dich! Hm. Komm! Ich weiß nicht, was das soll. Was ich hier mache, ich versuche wieder rauszukommen übrigens. Aha. Wie ist der denn jetzt nach oben geschnellt? Ah. Immer noch durch dunkle Gänge. Immer noch kein Hinweis. Immer noch kein Monster gesehen. Komische Amnesia Custom Story. Nur dieses komische Mädchen, Frau, Dingsbums. Keine Ahnung. Hm. Nichts Besonderes hier. Aber wo ist dieser Pilz, den ich zerschneiden soll? Besser ist. Hey! Oh, da hinten leuchtet es grün. Wie schön. Natürlich werden wir uns das sicherlich angucken. Ist das der Pilz, den ich abschneiden soll, oder was? Ach, das ist nur ein
ein Bein von einem Tisch. Alles, alles, alles wieder in Ordnung. Keine Ahnung, was ich hier unten soll. This fungus looks different than the others here. There's a flower inside that looks like the picture Eddie sent me. I need to extract it if I want a sample. Was? Eddie, ach, er meint, Eddie hat dir das Bild geschickt. Na gut, dann. This fungus looks different than the others here. There's a flower inside that looks like the picture Eddie sent me. I need to extract it if I want a sample. Huch, ich glaub, der ist nicht so gut. Aber ich hab doch. Ja, das ist doch lang genug. Warum geht das denn nicht? Hallo? Ist hier jemand? Wenn ich Kreuz und so schon sehe, dann krieg ich schon einen Anfall. Ich bräuchte ein Mess. Ja, schön. Hier sind auf jeden Fall diverse viele Leute umgekommen. Ich bräuchte ein Messer. Okay. Nein. Hallo, könnt ihr das bitte aufhören? Ich habe Angst. Ach, das ist nur Wein zum Glück. Oh, ein Zettel. Hi. Oh, diesmal ohne vorlesen. Drei Slot Machine Kabinett und alle haben einen Hebel. Das Problem ist, dass es nur hier funktioniert. Ja, okay. Ich brauche die zwei Discs. Eine habe ich ja schon mal. I still need to add one more card. Würde ich auch sagen. Aber hier ist. Ah, okay. Rusty Old Knife. Das könnte doch auf jeden Fall dafür sein. Für da hinten. War so klar. Das war sowas von klar. Plant looks toxic and very hard. I need to cut it with something sharp and take a sample. Ich habe ein Schwert. Ist gut jetzt. Ich habe ein Schwert und ich kann es da nicht benutzen, obwohl er sagt, ich darf es da benutzen. Eine alte Rüstung, da hängt eine Spinne runter. Oh, das sieht so geil aus. It's locked. Keine Spieluhr. Keine Spieluhren. Okay, noch haben wir nichts irgendwie sehr besonders gefunden. Ich meine, es ist klar. Äußerst aufwendig gestaltet und es ist... Okay. Und ihr wisst schon, was ich meine. Sehr gut gemacht. Und auch eine kleine Figur. Guck mal, schön süß. Aber so richtig gruselig war es zum Glück noch nicht. Es ist halt nur dieses Feeling, dass die ganze Zeit... irgendwas passieren könnte. Davon sind wir zum Glück noch verschont geblieben. Immer mal diese kleineren Einblendungen von der Frau. Aber das macht uns doch keine Angst. Wir sind schon... wir haben schon Härteres gesehen. Ja, wisst ihr? Ah, shit. Die... nein, das machen wir jetzt. Oh... hört auf zu flüstern. Oh, Scheiße. Du bist nicht da, du bist nicht...
Vielleicht bist du doch da. It's locked. Besser ist. Hier war vorher aber kein Weg, oder? Ich bin verwirrt. Oh, eine. Keine Spieluhren, bitte. Jetzt bin ich auf 120 Grad. Jetzt bin ich ganz oben. Okay, ich wollte schon sagen, jetzt ruckelt wieder. Was bist du? Bitte jag mich nicht. Ich kann darauf zugehen, aber irgendwie. Sterbe ich jetzt oder was? Ich gehe da jetzt einfach drauf zu. Jetzt wird's lang. Oh my god, what the hell is going on here? I see monsters or those things everywhere. What is this place? Genau, was ist das für ein Ort? Verdammte Scheiße, ich sehe alles mögliche an Viechern. The machine should work now. Ja. Sharpen something. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall Ende für diese Folge, okay? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich muss jetzt auf jeden Fall wieder das Hemd wechseln, weil es doch extrem. Warum geht die Maschine jetzt los? Achso, weil ich dagegen komme. Nein. Wir beenden das hier. Ich mache das in der nächsten Folge klar. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bleibt dran, es wird auf jeden Fall spannend. Wollt ihr sehen, wann die nächsten Folgen rauskommen? Abonniert mich doch, liked mich und schreibt Kommentare. Mir wird es sehr helfen und auch gefallen. Bis zum nächsten Mal und Dankeschön. Ciao.